Hallo und herzlichst willkommen zurück zu Assassin's Creed Brotherhood. Eins vorweg, ich bin ein bisschen erkältet. Ich denke mal, man wird das ein bisschen hören. Nur mal so als Randnotiz. So, die Bürger helfen, machen wir. So. Warte, ich will von hinten. Okay, es hat nicht funktioniert von hinten. Warte. Hallo, ich will kontern. Okay, geht auf. So. Assassine! Die Befreiung von Rom hat begonnen. Wollt ihr fliehen, dann flieht jetzt. Doch wollt ihr kämpfen, dann steht mir bei gegen die Borgia. Ich bin es leid, mich zu verstecken. Ich stehe euch bei. Dann sucht Niccolo Machiavelli auf der Isola Tiberina und werdet einer von uns. Ihre Lügen müssen der Wahrheit weichen. Okay, ich muss mal kurz was nachgucken, was denn hier die... Nicht mehr als 5 Quadrat... Ja, okay, das kriege ich hin. Gut, das kriege ich auf jeden Fall hin. So, das war Nummer 1. Und da vorne ist irgendwo Nummer 2. So, mal gucken. Ja, okay, alles klar. Bürger helfen. Bürger helfen, Bürger helfen, da. Hä? Wieso hat er nicht den... Okay. Na, ist egal, ich muss nicht verstehen. So. Ohne Frau. Die Befreiung Roms hat begonnen. Hab Dank. Ihr seid ein Beispiel, dem ich nur zu gerne folgen würde. Okay. Alles klar, 100%. Sehr schön. Gut, 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 gut. Was haben wir hier Schönes alles? Herausforderung der Assassinen-Gilde verfügbar. Okay. Ja, das ist eine Neuerung in diesem Teil im Vergleich zum zweiten. Dass man nämlich Assassinen rekrutieren kann. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Warte! Warte! Ach, scheiß drauf. Gut. Kurz gucken. Halt, Karte konnte ich ja so. Ich bin also ein bisschen neben der Kappe wegen der Erkältung. Nur so als kleine... Warnung, Taubenschläge. Wow, ist echt viel zu unternehmen. Leeres Fraktionsgebäude, Assassinen rekrutieren. Das ist der Kopernikus, den will ich ein bisschen später machen. Ich habe irgendwas mit Kapitel 6 irgendwie im Kopf. Ich weiß auch nicht warum. Naja. So. Jetzt ist hier das Unterschlupf. Da können wir eigentlich jetzt erstmal... Das mache ich auch, glaube ich. Ich glaube, ich kehre erstmal zum Unterschlupf zurück. Und zwar da lang. So. Wir haben heute den 28.10. Das ist ein paar Wochen her, dass ich das Spiel gespielt habe. Ich werde auch nachher noch ein paar Parts von Resident Evil machen. Das ist genauso lang her. Ich habe damals erwähnt gehabt, dass ich so viele Videos Puffer habe. Ich habe immer noch Puffer für knapp 2 Wochen. Aber trotzdem, irgendwann, ne, muss ich auch mal weitergehen. Gute Leute, kommt, bestellt eure Waren. Ja, mach mal. Was hast du denn? Schönes Gemälde. Och, ne. 33.000 habe ich, wow. Schatzkarte. Achso, muss ich erst den Geschäftsauftrag beenden? Ja, okay, das kann auch dauern. Bis nächstes Mal. Adio. Jo. Ja. Und? Ach, shit. Mir fällt gerade ein, ich wollte irgendwas noch im Lösungsbuch nach... Ah ne, das war Resident Evil 4. Ich bring's gerade ein bisschen durcheinander. Ich bin ja bei beiden Spielen relativ gleich weit. Nur ist natürlich Brotherhood ein bisschen größer als Resident Evil 4. Ah, ich weiß ja schon, was ich nach Resident Evil 4 als nächstes spielen werde. Ich war's nicht. Ich war's so. Assassinen rufen, wo wir es da machen? Nein, jetzt stirbt er noch. Nee, ich lasse es erstmal. Ja, also wir können jetzt schon einen herbeirufen. Ich mach das gerade mal. Ah ne, da muss ich jemanden anvisieren für. Ich will euch das auf jeden Fall mal zeigen.
Da bräuchte ich einen Gegner. Das ist eine Menge. Das sind eine Menge Gegner. Hier oben vielleicht. So, und Assassin rufen. Wow. Die Rekrutenanzeige zeigt Ihnen, wann Ihre Assassinen-Rekruten wieder einsatzbereit sind. Okay, das ist auch schon komplett voll ausgestattet. Finde ich persönlich ein bisschen doof. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass es erst möglich wäre. Wow, das war ein sehr weiter Sprung. Hi. Erst dann möglich wäre, wenn ich wieder im Unterschlupf gewesen bin. Weil da gibt's nämlich gleich... Gibt's eine Sequenz jetzt? Ich weiß gar nicht. Na, gucken wir mal. So. Oh, hi. Wer war das? Dieses Monster, Malfatto! Sati! Da lang! Malfatto ermordet junge Frauen im Tiberbezirk. Er muss aufgespürt und eliminiert werden. Das hier mit Assassinen-Rekruten eliminieren. Ja, okay. Ich hab echt gedacht, ich müsste erst in den Unterschlupf. Du solltest doch nicht mehr herkommen. Malfatto. Anscheinend ein Arzt. Okay, die zeigen jeweils in die Richtung. Ja. Ja. Mhm. Okay. Da steht die nächste. Ja. Gehen Sie näher heran, bis das Ziel hervorgehoben wird. Gildenattentat. Animale. Der darf uns ja nun nicht sehen. Oh, der. Er läuft. Er läuft schnell. Also, er. Na, sprinten ist es nicht. Es ist eher so ein gemütlicher Trab. Requiescat in pace. Gut, alles klar. 100%. Und der Assassine geht stiften. Alles klar. Die Assassinen-Rekruten gewinnen jedes Mal eine Erfahrung, wenn sie rufen. Also macht es durchaus Sinn, die öfters zu rufen. Ich kann schon mal sagen, für die, die es nicht wissen, die Assassinen-Rekruten sind einfach unfassbar mächtig. Also das ist echt krank. Das Spiel ist an sich ja nicht wirklich schwer. Durch diese Blitzattentatsserien zum Beispiel, und das Kontern ist auch nicht so wirklich anspruchsvoll. Aber durch die Assassinen, die man noch rufen kann zusätzlich, und ich habe ja gerade von Plural auch gesprochen, das 2 habe ich ja schon für unsere Sache begeistern können. Ich will nicht verraten, wie viele es noch werden können. Das ist echt, echt nicht so schwierig dann. Zumal es gibt noch eine Spezialfähigkeit, die ich auch noch nicht verraten möchte. Assassinenturm, Erinnerungsanfall. Assassinenturm? Da gehe ich mal hin. Weil es kommt mir so simpel vor, dass ich die einfach vor den Soldaten rette und dann sind die schon Assassinen. Oder beziehungsweise Rekruten. Das ist mir irgendwie. Ist mir ein bisschen zu billig. Wasser. Da. So. Ich
weiß nicht genau, was ich gerade tue, ehrlich gesagt. Ich tue einfach mal irgendwas. Ja, so einen trockenen Mund einfach. Ja, ich bin zum Glück nicht so richtig krank. Ist so ein bisschen Schnupfen. Das ist jetzt noch in Grenzen. Weil ich war nämlich dieses Jahr noch nicht krank. Ich hatte immer so ein bisschen so die Anzeichen, dass es bald soweit werden könnte. Ja, gutes Deutsch. Bald soweit sein könnte. Aber irgendwie war es dann nicht so weit und ja, es hat sich jetzt das ganze Jahr durchgezogen. Es ging eigentlich im Februar, ging es so ein bisschen los. Seit Februar war ich eigentlich darauf, dass ich mal krank werde, dass einfach mal was ausbricht. Aber irgendwie bricht nichts aus. Aber jetzt könnte es allmählich soweit sein. Warte mal, spring jetzt erstmal hier runter. Ich muss nämlich doch irgendwie von unten. Ich habe gedacht, von oben könnte man auch irgendwie, aber da habe ich mich wohl vertan. Vertan, vertan, sprach der Hahn. Es geht doch irgendwie weiter. Ich weiß nur nicht, wie es weitergeht. Da sind wir. Nein! Das sind immer die Besten, die einfach solche Sprüche nur so halb können. Ja, mag ich auch sehr. Ah, hier. Okay. So. Und nu? Ein neuer potenzieller Assassine wurde angeworben. Orfeo Occhionero ist der Assassinen-Gilde beigetreten. Ein neues Assassinsignal wurde verliehen. Ein neues Assassinsignal wird jeweils für den ersten, den vierten und den sechsten Rekruten der Assassinen-Gilde verliehen. Die Signale werden abgezogen, wenn Rekruten sterben oder auf Missionen entsandt werden. Ein neuer potenzieller Assassine wurde angeworben. Candida Masini ist der Assassinen-Gilde beigetreten. So, Assassinen. Fähigkeitspunkte 0. 0. Ah ne, der hat, Erfahrung hat er 4. Aber Fähigkeitspunkte hat er 0. Das bedeutet, wir können jeweils Fähigkeiten auch verteilen. Und ihr seht, wir können eine Menge Assassinen freischalten, ja. Und wir müssen weitere Border-Türme anzünden, um mehr potenzielle Rekruten sammeln zu können. Und hier müssen wir einen rebellierenden Bürger retten, um einen zusätzlichen Rekruten zu erhalten. Früher habe ich so gehandhabt, ich habe hauptsächlich Frauen rekrutiert. Warum, weiß ich nicht, aber ich spiele auch gerne Frauen in so Spielen, keine Ahnung. Und Aufträge, das ist auch eine ganz feine Geschichte. Und sehr zeitintensiv, weil ich mich damit sehr befasse. Ich erinnere nur vor allem an Black Flag, an die, für die es wissen, an diese Mission, wo man die Schiffe entsenden konnte. Das war auch, es hat so Zeit gefressen einfach. Florenz. Ein Lieferant eliminieren. Schwierigkeit 4 von 5, also recht schwierig. Venedig ist ein bisschen einfacher. Ein Stern, die Truppen ausspähen, eine Kutsche verteidigen oder aber auch einen Söldner angreifen. Dann würde ich einfach mal das machen. Wir wollen über die genaue Anzahl von Templer-Truppen in der Stadt Bescheid wissen. Nehmt unbemerkt an einem Treffen der Wachen teil und der Stadt uns dann Bericht. Ah, okay. Erfolgsaussichten, ja. Gut. Ja, jetzt kann ich nämlich auswählen, welchen dieser Assassinen ich diese Mission zuteilen möchte. Und wir sehen dann die Erfolgsaussichten. Also bei den beiden wären es jetzt 99%. Wie gesagt, ich möchte am liebsten eigentlich Frauen in der Truppe haben. Da bleibt doch für den Ezio ein bisschen mehr Spaß. Nehmen wir mal den hier. Ist egal. Ich könnte auch theoretisch beide nehmen. Dann wächst es auf 100% die ganze Sache an. Ich zeige es euch gerade mal. Genau. Aber, ja, ist natürlich Schwachsinn. Mission starten. Mission initiieren. Ausgewählte Rekruten werden für 3 Minuten nicht verfügbar sein. Das ist der Nachteil, dass sie dann eine Zeit lang weg sind, die Rekruten, aber kann ich mitleben. Ich weiß nicht, kommen die automatisch dann wieder zurück? Ich glaube schon. Oder muss ich die erstmal wieder freischalten? Ich weiß gar nicht. 96%. Na komm, nehmen wir. Nur ist nur Fun. So. Und die gute Frau ist jetzt 8 Minuten lang nicht anwesend. Ja, und hier haben wir verschiedene Städte in Europa. Ja. Calicut? Okay. Gut. Geschichte. Die Archive abgeschlossener Mission einsehen. Brauchen wir nicht. Ah, okay. Okay, okay. Alles klar. Gut. Also ich kann jetzt dann erstmal nicht mehr rein. Oder ist das so... Warte mal, ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Ist das der Unterschlupf? Ne, der ist hier, ne? Ja.
Das ist einfach nur ein Turm. Ich will aber zum Unterschlupf. Ich gehe jetzt erstmal zum Unterschlupf. Ich meine, da wäre eine Sequenz gewesen. Also ich weiß, dass auf jeden Fall noch eine Sequenz kommen wird, die mit den Assassinen, wow, schöner Himmel, zu tun hat. Aber ich meine, da wäre auch vorher schon eine. Okay. Ich verschwinde. Meter, gut, das geht ja noch. Buonasera. Oh. Ich liebäugle damit übrigens, demnächst, vielleicht sogar noch heute, mit Assassin's Creed Syndicate anzufangen. Ja, weil wird wieder Zeit für mich für einen Assassin's Creed Teil. So, Unterschlupf. Da ist er. Hello? Okay, keine Sequenz. Doch, hier ist. Oh ne. Achso, die Dinger. 0 von 25 Mal im Kampf Assassin-Rekruten gerufen. Okay, das. Ach, im Kampf, okay. 15 Pfeilhagel. Das ist das, was ich schon mal angesprochen habe. Assassin-Rekruten gerufen, Ziel zu eliminieren, Haupterinnerung gerufen, okay, also man kann die Rekruten zum Assassinen ausbilden, letzten Endes, das erreicht man natürlich dadurch, indem die guten Assassinen Erfahrungspunkte sammeln, und diese sammeln sie, wie gesagt, durch die Missionen und dadurch, dass ich sie zu mir rufe. Jo, das hat sich jetzt voll gelohnt, dahin zu laufen. Gut, 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 gut. Assassin rekrutieren. Ich gehe, ja genau, ich gehe zur Bank, dann hole ich mir den nächsten Assassin. Ist eigentlich auch sinnvoll, wenn ich jetzt direkt ganz viele für unsere Sache gewinnen kann. Weil ich dementsprechend auch direkt jetzt im frühen Stadium dieses Spiels schon damit anfangen kann, dass die Erfahrungspunkte sammeln können. Damit ich am Ende ganz viele ausgebildete Assassinen unter mir habe. Oh, hi. So, was hast du hier Schönes für mich? Oh ja. Immerhin. Man gönnt sich ja sonst nichts. Da. Buonasera. Ah, warte, ich muss mal kurz gucken. So. Ich war schon auf dem richtigen Weg. So. Und mal wieder den lustigen Fluss hier überqueren. Habe ich schon des Öfteren gesagt, was ich davon halte. Und daran hat es noch nichts geändert, wird es noch nichts ändern. So. Hep. Bürger helfen. Frage ist, wo ist der Bürger? Ist vielleicht eine Bürgerin? Langsam zur Seite treten, Capone! Denkt nicht einmal daran! Hallo? Scheiße! Ich fliege! Kann ich irgendwas machen? Ich will nicht fliegen. Hallo? Okay, der Ezio fliegt einfach. Ah, da ist er. Ja, das ist natürlich jetzt scheiße. So Checkpoint-mäßig ist jetzt hier auch nicht so viel. Ach, ist das kacke. Ist das kacke. Was könnte ich denn jetzt tun? Gut, ich könnte virtuelles Training machen. Kampf.
Mittlere Attentatsserie. Okay. Gut. Da ich gehe letzte Spielstand von. Weiß egal. Vielleicht ist das nicht so schlimm, wie wenn ich ausmache. Ich weiß nicht. Ist wahrscheinlich das gleiche. Ist egal. Oh. Er wurde in den nächsten Rang befördert. Okay, das war die falsche Taste, die ich gedrückt habe. Ja. Mein Reaktionsvermögen ist ein bisschen langsamer als sonst. Das auch nicht. Das irgendwie nicht hin, während der Serie zu blocken, beziehungsweise zu kontern. Irgendwie kriegt das nicht hin. Ah, jetzt. Training beendet, aber wahrscheinlich kein Gold. Doch, Goldmedaille erhalten. Wow, neue persönliche Bestleistung. Sehr gut. So, mit diesem tollen Erfolg gäbe jetzt ein Spiel zurück und hoffen, dass der Edition nicht mehr fliegen wird. Ist ja gespeichert, oder? Ja. Gut.